So, und hier sind wir wieder beim zweiten Teil von Nier. Ich starte mal das Spiel und hoffe, dass alles läuft. Ich musste ein bisschen was umstellen an meinen Einstellungen. Ich habe auch so ein bisschen an dem, so ein bisschen an den, ja. Fenstern rumgeschnippelt. Ich habe mein eigenes Fenster ein bisschen kleiner gemacht, damit man mehr vom Spiel sieht. Und genau, wir gucken mal rein. Ich hoffe, es klappt. So. Zumindest startet es schon mal. Das ist doch fein. So, es ist gleich soweit. So. Gucken wir mal, was passiert. Das sieht doch gut aus. Ja, genau, letztes Mal. Ich habe ja nur eine Stunde gespielt letztes Mal. Das war ja noch nicht so lang. Noch nicht so viel. Wir sind bis zum verschollenen Schrein gekommen, glaube ich. Und da soll es jetzt auch direkt mal weitergehen. So, Audioeinstellungen sind auch noch, sind glaube ich unverändert. Müsste also alles klappen. Okay, let's go. Ich gucke nur, ob es auf der Aufnahme halbwegs okay aussieht, aber nicht, dass es jetzt irgendwie ruckelt. Ich nehme ja nebenbei auf. Ach ja, ich habe ja noch keine Magie. Stimmt. Ich vergesse es jedes Mal. I don't have time for this. I have to save Yona. Give her back. Get out of my way. Ich weiß gar nicht, ob ich das Richtige mache gerade. Ah, okay. Anscheinend schon. Und hier einfach mal der beste Charakter des Spiels. Würde ich sagen, ja, doch, doch, doch. For the love of all that is holy, would you please stop pounding me? Then move! Yona! By the heavens, I have never been treated in such a manner. Möchtest du das geheimnisvolle Buch um Hilfe bitten? Das hat ja schon vor 1400 Jahren so gut geklappt. Klar, her damit. So, kann ich denn jetzt schon direkt irgendwas machen? There. Ich glaube noch nicht. Once I destroy these shades, the magic barrier preventing your passage should simply disappear. You can really do that? I am Grimoire Weiss. My very name brings kingdoms to their knees. Then do it already, Weiss!
You will refer to me by my full and proper name. Just keep coming. You should not have turned your blades on me, foul creatures. With a single word, I, Grimoire Weiss. The universe itself. Now, prepare to... Nun, liebes Buch, du darfst nicht schlafen. Hier, schöne Magie und so. Dunkle Lanze. Are you for real? You are not nearly as helpful as you claim to be. Meine Energie ist ja noch fast voll. Ist ja gar kein Problem. Dunkle Explosion, genau. Jetzt lernen wir schrittweise wieder die ganzen Zauber, die wir am Anfang schon mal hatten. Did you just suck the blood out of those things? Bloody souls, so words, and words are power. Oh. Okay. You all right, Bryce? Hang in there. Ich bin schon dabei, Weiß. Ich muss auch mal kurz wieder in die Option. Denn natürlich habe ich gerade ein tolles Achievement bekommen. Und an meinem Rand flackert es die ganze Zeit hoch und runter. So. Yes, viel besser. Magic? Magic indeed. This is the true power of Grimoire Weiss. Hold on, Yoda. Grimoire Weiss. Yes. Is that all of them? Naja. Da stehen noch so zwei große Halunken. Mit den roten Augen. Oder den blauen Augen. Kann ich die parryen, ist die Frage. Das war gerade, ich glaube, ich habe geblockt, aber geparryt hat er nicht. Oh ja. That sounds bad. Impervious to both weapons and magic. Like I said, bad. That said, the enemy cannot move so long as the barrier is in place. Focus your attacks on the other. Stay calm. The man who keeps his head in a fight is the one who emerges victorious. Das mit dem Parry klappt bei denen aber echt nicht so gut. They changed again? What? Denn jetzt? What are you doing? I told you to dodge. Now, put it out of its misery. Dodge, you fool. Das sagt sich so leicht, Kollege. Dunkle Lanze, ja, der Beste ist wieder dabei. I've got my hands full just dodging. Is this more of your power? Ach so, jetzt habe ich nur eine kleine Lanze. Das ist natürlich nichts. Are you sure you know what you're doing? Oh, yes. Now is your chance at
attack with all your might. Also wenn die Parrys sitzen, dann ist es schon geil. Schön durchs Auge. They are not but a horde of faceless minions. Swat them aside. Focus on the small ones first. Warum soll ich mich auf die kleinen konzentrieren? Na gut. Mache ich mal, was Weiß mir sagt. Der weiß schon, was er tut. Entschuldigung. Dumm! That statue does not look happy. Anger is but a form of negative energy. Nothing to fear. Na, haben wir ihn? Ja, wir haben ihn. Jonah! Das war ein guter Kampf. Es hat Spaß gemacht. Und war auch, also dieses Parryen macht jeden Kampf irgendwie spannender, interessanter, als es im Original war. Das ist richtig cool. Me likey. I'm sorry. I didn't mean to. I just wanted to help. I'm the one who's sorry. You must have been scared out of your mind. Are you okay? Perhaps we'd best depart, hm? Das ist doch mal eine gute Idee. Come on, Jonah, let's go. You're faster than I thought. I tried. I really did. But I couldn't find a lunar tear. And I'm so sorry. I just wanted to make you rich and get rid of this disease. Sie hat deine Krankheit heilen, stand da gerade? I'm sorry. This disease? Naja. Jonah, what's going on? She has the black scrawl. Yeah. When did this happen? The weird coughing started about a month or so ago. The disease curses the afflicted with strange runic symbols. That gradually spread over the entire body. And I fear it is fatal. Yeah, I know. Oh, Jonah. Come. It's best to let her sleep. Come. Ja, diese Runen haben wir ja auch in der, ja, in dem Flashback oder im Prolog auch schon gesehen, die sich dann über den gesamten Körper ziehen. Das ist nicht wirklich besser geworden, anscheinend. This is so unfair.
Yona hasn't done anything. Why do terrible things keep happening to us? I would gladly help the lass, had I the means to do so. Das ist sehr nett von dir. Aber das hilft uns gerade nicht viel. She doesn't deserve this. Und anscheinend haben wir jetzt auch keine wirkliche Questmarkierung. Ah, jetzt schon. Oh, you're back. I was worried about you. I heard you went through the Eastern Gate and wait. Is that a book? Yeah, it's... Now see here. I am Grimoire Weiss, and you will treat me with the proper respect. Wait, you're Grimoire Weiss? Oh, that is so cool. Hold on, what? Yes. Of course. Populär. He's the white book I was just singing about. He's in your song? Yeah, the Song of the Ancients. It's an old tune that's been passed down through generations of villagers. It's in a forgotten language, so I doubt you could make much sense out of it. Do you know what it means? Well, it's not like I studied it or anything, but I can tell you bits and pieces. There's this terrible black book that shows up and starts spreading disease all over the place. But then this white book appears and saves the world and everyone's happy. You know how it goes. Klingt doch gut. Und wenn wir jetzt mal hier drauf gucken, sieht man auch, das ist halt schon ein anderes Buch als das, was wir in der, ja, in der Vergangenheit gesehen haben. Ne? Das hatte ja so einen leichten, so ein Lächeln und hatte ja so eine, ja, noch eine rundlichere Form als Grimoire Weiss. Der ist eher so ein Ei mit so ein paar Verzierungen. Ja, und das war eher dunkel, ne? Also dunkles Buch, weißes Buch, die haben wir beide schon gesehen quasi. What is it? It's nothing. So how exactly does this white book save the world? It's just a song, yeah? I don't really know the details. Oh. Aw, don't be sad. Look, why don't you go ask Popola? She's got a big brain, maybe she knows something. That's a good idea. Thanks. Dann gehen wir mal zu Big Brain Popola. Hmm. Und jetzt kann ich hier schöne, böse Dinge tun. A black book and disease. Is something the matter? No, I was just thinking. Ah ja. Das war wahrscheinlich auch wieder so ein Kraut, kann ich mir vorstellen. Aber das brauche ich jetzt wirklich nicht. Ups. Ja. Okay. Okay, Big Brain Popola, sag an. I heard about Yona. I don't know what to say. I'm so sorry. Well, maybe you can help. What do you know about the song that Devilo was singing? Wait, is that Grimoire Weiss? You know Weiss? Finally. Someone who appreciates quality when they see it. Yes, well, the Song of the Ancients. Let's see. Dann klär uns mal auf. When the great black book, Grimoire Noir, brings calamity upon the world. The white book, Grimoire Weiss, will appear with his sealed verses. He will then use them to vanquish Grimoire Noir and purge the calamity he wrought. Or so the legend goes. What's a sealed verse? No such records remain, so I can't say for sure. But they seem to resemble some form of magic. Magic. That's it.
What is? So the song says Grimoire Vice purchased the world of this calamity, right? And he does so using these sealed verses. Oh, and you believe the matter I infused in the shrine is one of these sealed verses? Exactly, Vice. With your power, we can cure Yona. Guys, don't get too excited. This is just some old legend. Hey, Vice was just some old legend yesterday, but here he is. And if he's real, the rest of it must be too. He can cure the Black Scrawl. I know he can. Do we know anything regarding the whereabouts of this Grimoire Noir? Sorry, but there's nothing about that in any of the records. All I can say for sure is that there are a number of sealed verses out there. Also, it appears the shades you fight and these verses are intrinsically linked. Then we'll go kill every shade we can find. That is doch mein Plan. No, that's far too dangerous. What an absurdly reckless plan. So I should just sit around and do nothing while Yona suffers? I don't think so. But... well, it's clear I won't be able to talk you out of this. I've heard the Shades are gathering near a village called the Eyrie. It's past the bridge on the Northern Plains. They should be done with the repairs by now. I marked it on your map for you. Maybe you could find one of the sealed verses there. Das... Oh, noch eine Nebenquest. Be sure to speak to the village chief. Oder auch nicht. He lives in the house up on the highest point in the Eyrie. Got it. Was ich gerade sehe... Ich könnte eigentlich mal mein eigenes kleines Window hier so ein bisschen verschieben. Und zwar hierhin. Wie wäre es denn damit? Ich glaube, manchmal... manchmal gehen die Untertitel noch weiter und dann schneidet mein Gesicht die einfach ab. Das ist natürlich nicht cool. Mal gucken. Mal gucken, ob das besser ist, so. Maus, du kannst aber raus. So. And be careful. Zum Adlerhorst. Ah, und jetzt haben wir da oben auch endlich diese famose Nebenquest. Was war das nochmal? Ein Buch suchen oder so. Hey there. You mind giving me a hand with this? Aber sicher. Sure. What's up? Hopula asked me to organize her bookshelves, but it's kind of a big job. I'm hoping you can take care of a few of them. Here, this book goes in the second shelf from the left, on the east side of the second floor. Ja, spannende Quest auf jeden Fall. Die erste richtige Nebenquest, die wir machen dürfen. Bücher einsortieren. Das ist doch cool. Und ich glaube, das Spiel zeigt mir schon an, wenn ich hier irgendwo ein Buch einsortieren kann, dann wird mir das, glaube ich, schon irgendwie hoffentlich angezeigt. Deswegen muss ich mir jetzt nicht unbedingt merken, wo die rein sollten. Ich habe es nämlich schon vergessen. Ah, ja. Here's the spot. Einmal komplett rumgelaufen. Einmal den schlechtesten Weg genommen, den man nehmen konnte. Was haben wir noch? The first book is all set. Thank you. Now take this book to the third shelf from the right on the south side of the first floor. Drittes von rechts. Hey, Vice? Yes, lad. Aren't you all powerful? Can't you just, you know, use magic to zap this place into shape? The infinite power of Grimoire Vice is not to be used for such trivial tasks. Trivial this tasks. Isn't trivial. You are the one so enamored with hard, honest work. Da soll's hin. That's the spot. Here we are. Da hat Weiß natürlich einen Punkt, ne? Also es zwingt uns niemand hier, diese kleine Bücheraktion zu machen. The second book is back where it belongs. Oh wow. That's a huge load off my mind. It's always nice to meet someone else who appreciates the value of a good book, you know? Da hast du den richtigen gefunden, ja. Anyway, here's your reward. 500 Goldstücke für zwei Bücher. Also, das ist ja eigentlich ein guter Deal. So, was ich eben noch gesehen habe, hier drüben ist ja dieser Raum. Kommen wir schon rein? Ah, sehr gut. Genau, das war dieser... Sag's uns.
Maybe it's Popola's Hobby Corner. So, in etwa. Hier kann man sich dann die Bosse, glaube ich, noch angucken, die man bekämpft hat, ne? Und da oben ist jetzt quasi der erste, den wir eben gesehen haben. Bringt, glaube ich, nichts. Also, jetzt spielerisch bringt es, glaube ich, nichts, aber es ist eine ganz nette Sache. Einfach zu gucken. Das haben wir alles schon geschafft. Okay, Northern Fields. Arryhorst, Adlerhorst. Ja. Ah ja, manchmal wirst du von einigen Dorfbewohnern gebeten, Aufgaben sie zu erledigen, um sie anzusehen, bla bla bla. Okay, also wenn ich hier auf Glumor weiß, dann habe ich, ja, hier die Aufgaben. Und wir haben grandiose 1%. Die Bücherintelligenz, genau, die haben wir nämlich schon geschafft. Und... That Song of the Ancients is a rather catchy number. I can see why the bards kept it alive through the eons. Yeah, it's a real toe tapper. Wait, do you even have toes? No comment. So, aber nochmal. Ups. Hier ist die Karte. Genau, hier wird es, glaube ich, nicht angezeigt, ne? Mit den Quests, aber hier sehe ich sie dann. Okay. Oh, thank the gods you're here. We've got trouble. What kind of trouble? There's a wild boar on the northern plains who started attacking villagers. The victims all made it back. But who knows if we'll be so lucky next time. So you want me to go take care of it? Yes, and we'll be sure to pay you well. Sounds good to me. Oh, and a word of advice. Once you kill it, make sure you take a boar tusk. Let's just say it'll come in handy. Da mache ich mir dann ein schönes Schwert draus, vielleicht. Oder eine Kette. Hey there. Is something wrong? Yeah, I'm in a bit of a pickle. Listen, you know about the chickens we keep in the village, right? Lately, their eggs have been disappearing. At first, I thought it was a thief, but now I think the hens are just hiding them. I guess I can't blame them, but the village really needs those eggs. I need you to find the hiding spots and bring me an egg. That work for you? Okay. These chickens sound pretty smart. Yeah, they're clever little buggers. Anyway, just ask around. I bet someone in town will have an idea where to look. Dann suche ich mal nach Hühnereiern. Klar. An die Quest erinnere ich mich gar nicht. You're looking for chicken eggs? I saw one hidden in the shadows once. That really doesn't narrow it down. There are shadows everywhere. Sonst was? Ah. Cooler Tipp. Das Ei im Schatten. You're a sight for sore eyes. Could I ask you to handle some work for me? Sure. What's up? My children want to eat mutton every night. And I keep running out. And I certainly don't have time to hunt a bunch of sheep. Dann solltest du ihn vielleicht nicht jeden Abend Hammelfleisch servieren wollen, sondern ihn mal irgendwie einen Salat vorsetzen oder so. Oder ein Brötchen. Schönes altes Brötchen. Muss nicht immer Hammel geben. Look, if you can get me 10 pieces of mutton, 10? I'll pay you higher than market value. How's that sound? Großartig. Sounds great. I'll be right back. Jeden Abend. They're not goats. They're sheep. What is the difference? They're totally different. The white fluffy ones are sheep, and the scrawny hairy ones are goats. People are different as well, yet you're all just called human. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Oh, hello, what perfect timing. Can I ask you to go buy something for me? Dieses yeah, yeah, ist das... Ich meine, ist das eine Anspielung auf 9S? Beziehungsweise ist 9S eine Anspielung hierauf? In Nier Automata gibt es hier einen Charakter, 9S. Also 9S. Wie die Zahl. Und der sagt auch immer, yeah, yeah. Ich glaube, das ist sogar derselbe Sprecher wie unser Freund hier. Das fällt mir jetzt erst auf. Sure, what do you need? I need 3 tulip bulbs. They only sell them in Seafront, so it'll be a bit of a hike. Do you often get asked to handle such inane shopping trips? I don't think these trips are inane. Yona and I survive on the wages I earn from these jobs.
Everyone has it tough around here, but they still manage to give me work. Honestly, I'm grateful for it. I see. Well then, keep up the good work. I will. Nach Meeresfront will ich aber noch nicht eigentlich. Also nicht für so eine kleine Kackquest. Das ist nicht da, wo ich eigentlich hin will. Ah, Mensch, nee. Hey, you got a moment? Because I've got some work for you. If it's paid work, I'm all ears. Fair enough. Listen, my grandmother is running low on medicine and I need you to gather some ingredients. I need 3 medicinal herbs, 3 berries and 3 royal ferns. Das habe ich alles. You may have to leave the village to find some of it though, so I hope it's not too much of a bother. Beeren und Königsfahne, okay. No problem. I'll be right back. Whoa, wait. You're actually going to go find the sealed verses? Mm-hmm. Yes. But that's crazy town. Do you have any idea how hard that's gonna be? Doesn't matter. I'd do anything for Yona. Hey there. Wanna let a girl buy you a drink? I'm not old enough to drink, Devila. Also, isn't it morning? When the sun never sets, what difference does it make? Ah, never mind. You'll understand when you get older. Das glaube ich auch. I do love this tavern, though. It's the nerve center of the whole village. Folks come here to relax, or swap stories, or even look for work. Come back whenever you have a free minute. Sonst come back whenever. Okay. Is there really nothing that can cure the Black Scrawl? No medicine in the works of man can hope to stand against it. There has to be something out there. Perhaps a drug exists to temporarily ease the pain, but none can truly eradicate the disease. But if the legend is true, then I hold the key to saving your sister. You're right. We're gonna save Yona and cure the Black Scrawl. That's the spirit, lad. Sure. Nochmal ganz kurz die Kamera. Guck mal. Nein! Da geht er natürlich automatisch in diesen Screen. Das ist ja eigentlich ganz cool. Ja, besser. Jetzt kann es natürlich Zentimeter wieder runter. Das ist okay. Also wir suchten noch Eier. Hier sind Hühner. Ich meine, ne? Ne? Gib deine Eier raus! Okay, da, guck mal, da ist Schatten, das ist bei den Hühnern, vielleicht hier Beeren, okay. Close enough. Beeren brauchen wir ja auch. Von daher, alles gut. Mit den Eiern, da meinte er ja irgendwie, ich soll die Dorfbewohner fragen. Und bis auf Blütedünger, ah, sehr gut. Bis auf den einen Jungen hat er noch niemand was zu gesagt. Bohnensamen, okay. Hier ist nichts. Müssen wir vielleicht noch mal an anderer Stelle gucken. Oder das war wirklich der einzige Tipp, den es gibt. Suche im Schatten nach den Eiern. Ah, guck mal, 2 verliebte Menschen und ein Bäumchen. Ihr wisst doch bestimmt. I wanted to become a rich man for my girl. But it's not going as well as I'd hoped. For your girl? Guess I'll just have to save up what little I can. Ey, wenn sie dich wirklich liebt, dann spielt das keine Rolle. Und guck mal, wie verliebt sie dich anschmachtet. Da brauchst du kein Reichtum, Kollege. I don't need money. Siehste. Makes me happier than anything. Das ist eine gute. Behalt sie fest. She's a keeper. Ach ja, schön. Das junge Glück. Obwohl, die hatten beide schon graue Haare, aber das haben sie hier fast alle.
Kannst du mir helfen? Auch nicht. Okay, gut. Damn floodgates keep breaking. Das hatten wir schon mal letztes Mal. Entschuldigen Sie, kann ich mit Ihnen über Hühnereier sprechen? Scheint nicht. Schade. Hm, du bist ein Hühnerexperte, der Schweinehirte. The chickens in this village like to lay their eggs in high places for some reason. Maybe that'll help you find where they're hidden. Du bist doch einfach nur betrunken. Hm, maybe we should check out the fountain by the library. Wie kommst du denn jetzt darauf? Ach so, der ist bei der Library, nicht der da, sondern da oben. Ja, ja, ja. Coole Idee. Okay. Das sind anscheinend alles Arzneikräuter. So. Nee, ich sollte nicht in die Bibliothek. Ich sollte den Brunnen hier oben checken. Welchen Brunnen? Ach, der da rechts. Stimmt, da ist so ein ausgetrockneter Brunnen, ne? Oder nicht? Habe ich mir das nur eingebildet? Anscheinend schon. Okay. Meint er doch den da unten? Oh, da war doch was. Da war doch was. Okay. Das ist auch Schatten. Okay. Look at that. No wonder they've been so hard to find. Ein Hühnerei. Tatsächlich. Was haben Sie zu Ihrer Verteidigung zu sagen, junge Dame? No better sight than children in high spirits. It makes me feel young just looking at them. Na gut, die hatte eh keine Augen für die Hühnereier. Weil sie die ganze Zeit Kinder anguckt. Ja, okay, alles klar. Dann gebe ich die doch direkt mal ab. Wieder eine weitere spannende Quest erledigt. Hey, I found an egg. Oh, that's great. It was behind the broken wall by the fountain. I guess they like hiding them in shadowy, out of the way places. Well, that's the first place I'll look next time. Here's your payment. Thanks again. Heilsalbe. Ja, nehme ich doch gerne. So, jetzt da oben, was sollte ich noch machen? Den Eber töten. Hammelfleisch. Und die Sachen sammeln. Hey, do you have time to take this parcel to the Airy? Friend of mine helped me out and I want to give him something special. Nein. Ich erinnere mich an diese Quest, die machen wir jetzt nicht. Hey, can I ask a favor? I'm currently on duty and I need someone to relay a message for me. I ordered some training weapons from the blacksmith's wife, but they still haven't arrived. Can you go to the shopping district and ask her to send them over? Thank you so much. Please give the blacksmith's wife my regards, will you? Okay, aber das ist die Frau des Schmieds, ne? Also die ist vergeben, glaube ich. Sheep hunting. There really is no task too immodest for you. Hey, it's harder than it sounds. They're really squirrely and they run away fast. So smite them with magic. Das ist der Plan. What is it? Shades? No, you're right. If I use magic, I don't have to get close. Might I make another suggestion? Guck mal, das funktioniert wunderbar. Do not yell like a madman every time you come to a realization. You can save Yona, Weiss. Heck, maybe you can save the whole world. Can I, though? I wonder. I guess I won't use you for kindling after all. You really should treat omnipotent magical beings with more respect. Omnipotent? Naja, ich weiß ja nicht.
Bisher kannst du nur zwei zaubern, hast die wichtigsten Sachen vergessen. Okay, wir haben ja noch mehr zu tun. Überall was leuchtet, da muss ich halt gucken, ob sich da eine Beere oder ein Königswahn verbirgt. Hier zum Beispiel. Na, nun heb doch bitte auf. Okay. Also dieses Aim klappt echt sehr gut. Ziegenfleisch, achso, ja. Eben noch drüber gesprochen, dass das was anderes ist. aber gut. Die Kinder dieser Frau sind sehr picky. Die essen kein Ziegenfleisch, nur Hammelfleisch. Auch kein Lammfleisch, Hammel. Dann wollen wir das den kleinen Gourmet-verwöhnten Zungen doch nicht vorenthalten. Ey! Vielleicht hier unten. Da geht's dann in dieses. Da geht's ein anderes Gebiet da hoch. Aber who knows? Vielleicht ist hier ja noch irgendwie. Nein. Da ist was. Kupfererz, okay. Nicht ganz, was ich brauche. Ziemlich das genaue Gegenteil. Stärketropfen. Oh ja, nicht. Ich meine, ich weiß, es sieht nicht aus wie ein Next-Gen-Spiel oder so, aber es ist einfach so viel hübscher als das Original. Es ist so wunderschön. Ich liebe es einfach. Na. Der kleine Sack. Einfach draufballern. Oh, ja, die kann man auch einsammeln. Kann man schön die Schwänzchen rausziehen, genau. Brauche ich nicht, aber ich nehme es mit. Altes Schulbuch. Das kann man, glaube ich, alles verkaufen. Ah, noch ein kleines Bötchen, aber das können wir auch noch nicht benutzen. Alles zu seiner Zeit. Königsfahren. Habe ich sie nicht gebraucht? Ja, habe ich gebraucht. Okay, ich habe schon eine Beere, ein Königsfahren. Und ja, genug Arzneikraut für Jahre. Ist denn hier noch was? Nee, hier ist nichts mehr. Und ja, ich habe schon vor, die Nebenquests jetzt nicht alle zu machen, aber so viel ist, so viel halt irgendwie geht, sage ich mal. Denn ich will das hier jetzt nicht in so ein. Also ich will nicht einfach schnell durch das Spiel durch und nur die Story machen und dann ist gut. Sondern es ist eher so ein bisschen zum Entspannen und sich auf die Welt einlassen und die meisten Nebenquests sind halt auch relativ monoton.
Aber es gibt auch sehr gute, wenn ich mich recht entsinne. Und zumindest die sehr guten will ich schon machen und die monotonen ab und zu auch. Na, trifft ihr das Schaf nicht? Also langsam müsste ich es auch mal haben, oder? Mit dem Fleisch. Das Schöne ist halt echt, dass das Kämpfen so viel mehr Spaß macht als damals. So, dass ich hier auch ganz gerne mal umherlaufe und kämpfen kann, weil es einfach gar nicht so monoton, wie das früher mal war. Okay, ich muss nur mal ganz kurz gucken. Ah, okay. Ich würde mal schauen, ob man zwischen dem Remastered Soundtrack und dem Original wechseln kann. Obwohl ich das hier sehr, sehr gut finde. Ich würde mal schauen, ob es eine Möglichkeit ist. Leider nicht. Ich finde es immer ganz cool, wenn das Spiele irgendwie machen. Das hatte ich letztens auch bei Final Fantasy 12. War das nämlich auch so. Da könnte man da immer schön switchen. Wieso? Funktioniert doch ganz gut bisher. Alles ist in Zeitlupe. Wir ballern einfach drauf. Und der rennt doch sowieso gegen irgendeinen Felsen oder so. Der ist gerade wirklich vor den Felsen gelaufen, ne? Ja, der Kampf dauerte auf jeden Fall ewig. Ich erinnere mich. Die kann man ja auch später machen, wenn man ein bisschen mehr Schaden macht oder so. Aber jetzt bin ich committed. Wieder rum. Nicht ganz ge-one-shottet, aber viel fehlt da nicht mehr. Okay, da muss ich echt aufpassen und immer auf Full HP sein. Hier kann ich auch beides machen, merke ich gerade. Ah. Und weg. Okay. Und den Hauer haben wir auch gekriegt. Sehr gut. Sonst was? Wildschweinfleisch, okay. Und ich glaube, das nächste Mal können wir die dann reiten oder so, ne? So war das doch. Durch die Steppe auf dem Wildschweinrücken. Mann, diese Attacke macht auch echt keinen Schaden. Noch mehr Erz, das brauche ich nicht. Ging es hier irgendwo hin? Hier geht's anscheinend irgendwo hin. Was ist das? Daran erinnere ich mich gar nicht.
Ach, hier. Ja. Oh, das sieht ja fantastisch aus. Oh mein Gott. Aber hier muss ich echt noch nicht hin. It sure is quiet here. Such silence bodes ill. There's trouble on the way. I'm certain of it. You know, a little optimism now and then wouldn't hurt, Vice. Such cheek. Oh, diese Musik. Ja, interessant, dass ich hier schon hin kann. Beeren, ah, praktisch. Also ich weiß, dass man hier später noch hinkommt, aber ich wusste nicht mehr, dass man hier einfach hingehen kann. Hallo. Okay, kein Gespräch. Saft. Schön Saft. Was mit dir? Du hast auch nichts zu sagen? Okay, es ist halt einfach gerade noch, sage mal, wenig interaktiv. Und hier geht's dann später wahrscheinlich rein. Aber cool, wir haben Beeren gefunden. Das heißt, ich brauche noch einmal Beeren, zweimal Königsfarn. Und das war's dann. Und natürlich noch Hammelfleisch anscheinend. Obwohl ich dachte, wir hätten da schon mehr als genug. Und unser Schweinefreund lebt auch wieder. Königsfahren, sehr gut, läuft doch. Eiskalt in den Rücken getreten, du kleiner wieser Hundesohn. Also. Luke, ah ja, 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 ein Wort, genau. Können wir eigentlich mal machen. Hier, Worte zuweisen. Magie. Dunkle Explosion. Dunkle Lanze. Und da kann ich jetzt ein Luke drauf machen. Was die MP-Kosten verringert. Und das sind einfach Worte, die quasi, also wie so Upgrades, die da einfach reingeschrieben werden. Auch in die Waffen und die dann halt verbessern. Das sind Ziegen, keine Hammel. Aber ich wette, wir brauchen noch, ich bin mir sogar sehr sicher, dass wir auch noch Ziegenfleisch später brauchen, von daher ist es ja auch egal. War da was? Da war was. Okay, aber hier, da ist wieder was. Das ist wahrscheinlich wieder nur Erz. Ich glaube, immer wenn es ein Stein ist, dann ist es wohl eher Erz. Oh nein, Königsfahren. Damit hätten wir die. Und bräuchten eigentlich nur noch Beeren. Na, haben wir es jetzt? Das Fleisch? Nein. Oh, ich hab den Eber erwischt. Ich hoffe, er ist cool. How could there be shades here of all places? I wager they appear whenever the sun stops shining. Though I would prefer it if they had chosen to remain in whatever dank hole they call home. So, jetzt muss ich noch mal gucken. Vielleicht habe ich jetzt die 10 schon voll. Er hat es mir einfach nicht gesagt, weil wir gerade in dem Dialog waren.
Du hast das Hammelfleisch besorgt. Okay, dann haben wir das. Das meinte ich nicht. Wildschweinjagd haben wir gemacht. Botengang. Da war's. Du hast die Zutaten besorgt. Drei Beeren. Drei. Okay. Okay. Ja, gut. Oh. Oh. Ich sag doch, er ist cool damit und lässt mich bestimmt in Ruhe. Oh Gott, der chargt doch direkt auf einen. Liebes Wildschwein, es tut mir leid. Oh Scheiße. Oh Gott, ich glaube, über die Brücke kommt er nicht. Oh Gott. Oh mein Gott. So close. So ein Schreck am Sonntagabend. Puh. Okay. Zutaten besorgt. Wildschwein besiegt. Was habe ich noch gemacht? Andere Zutaten besorgt. Ah ja, Hammelfleisch, genau. Ist doch eine gute Bilanz. Achso, war der das? Nee, der wollte, dass ich mit der Frau des Schmiedes rede. Das habe ich aber noch nicht getan. You hunted down the boar. Oh, thank you. Das habe ich. Like you found a boar tusk too. They say boars become tame around folks who carry one of those. Ach, dafür war der da. They'll even let you ride around on their backs. I know. Sounds like hokum to me. But if you're brave enough, you might as well give it a shot. Das werde ich wohl tun. Wildschweinelenk, genau. Ja, RT beschleunigen und driften. Es gibt tatsächlich eine Driftmechanik. Warst du das? Nee, du wolltest. Here's your mutton, ma'am. Ah, doch. Okay. Oh, thank you. I swear these children of mine just love their mutton. If you ever find any more, I'll be happy to buy it. Vielleicht habe ich sogar mehr. Please get that mutton. Okay, vielleicht auch nicht. Oder habe ich jetzt nochmal die Quest bekommen? Nein. Genau, das ist da unten, Frau des Schmiedes und Tavernenbesitzerin, Frau des Schmieds. Mal schauen. Das wärst dann wohl du. Hi there. The guard at the northern gate says he ordered some weapons from you. Any idea where they are? Oh, you know, I did have an order for that, huh? I completely forgot. Thanks for the reminder, dear. Here's a little something for the trouble. Okay, das war doch mal schnell verdientes Geld. Wahrscheinlich haben die eine Affäre und das war einfach nur das Codewort. I brought the stuff you asked for. Ah, perfect. I'll make the medicine right now. Since you've already been such a help, could you deliver this to my grandmother? She's at the fountain by the library. Ach, die alte Dame, ältere Dame, die sich immer die Kinder anguckt. As soon as I can. Du hast auch noch wieder was für mich, ne? Which job should I give you first? Ach so, das sind jetzt die noch offen sind. Diese zerbrechliche Lieferung, die wollte mir die eine Wache oben geben. Die habe ich nicht gemacht. Mache ich erst später. I think Popel is still suffering from that stupid cold. Can you go check on her for me? Yeah. I wrote down the client's location on your map. So head over there to get the client's location ist deine Schwester. Okay, einmal zur Großmutter. Und Popola kriegen wir hin.
wie gut ich mich doch um diese Leute kümmere. Ma'am, I have something for you. Oh, what a nice young man. Now I can finally walk around without pain. Wir haben eine ähnliche Frisur, kann das sein? Don't work yourself too hard, ma'am. Ja. I won't, Sonny. And here, let me give you something for all your help. Don't spend it all in one place now. 2000 Tacken. Nehme ich doch gern. Oh, noch schön kalter Tee ist auch noch übrig. Naja, was soll's. Lecker. Aber es, ja, kalter grüner Tee kann man mal machen. Aber nicht so häufig. Ah, good. Just the man I needed. The man? Could you gather 2 medicinal herbs from the Northern Plains for me? I've been exhausted lately and I need a boost. They usually grow in patches of grass or by the bases of trees. I don't think they'll be too hard to find. 2 medicinal herbs. You got it. Ich nehme an, dass ich die noch habe. For securing those herbs for me. I must be getting old if I need this stuff. Wieder eine sehr einfache, schnelle Quest. Finde ich gut. Finde ich gut. Aber jetzt habe ich tatsächlich keine Kräuter mehr, glaube ich. Das heißt, jetzt kann ich mal wieder ein paar Sachen aufheben hier. War hier nicht immer irgendwas? Jetzt nicht? Und jetzt wächst hier nichts mehr, natürlich. Das ist ja mal wieder typisch. So, ich würde sagen, dass das mit den Nebenquests reicht erstmal. Ja, ich habe hier nur noch das mit der Liste, das ist in Meeresfront, da gehen wir eh noch nicht hin. Diese zerbrechliche Lieferung mache ich auf gar keinen Fall. Also ich mache die irgendwann, aber nicht jetzt. Da muss man ein Paket von hier halt zu diesem Adlerhaus bringen, ohne es zerbrechen zu lassen. Das heißt, man darf nicht den hier machen, also keine Rolle. Und man darf auch nicht getroffen werden von Gegnern und das ist scheiße nervig. Yes! Oh Gott! Oh Gott! Es ist... Do you not fear the shades? Of course. I'd be stupid not to. Nee, jetzt nicht. Ich habe einen Eber. No matter what. Da! Eber gegen Eber! Then I won't try to stop you. Driften! Oh shit! Driften! I should be offended. Should be offended. Weggedriftet. Ich habe zu hart gedriftet. Wenn du nicht stark genug für den Drift bist. Ah. Okay. Komm nochmal. Yes. Hier schön überall die Blutlachen hinterlassen. Sweet. Okay, ins nächste Gebiet kann man den eh nicht mitnehmen. Von daher gehen wir mal so rein. So, hier können wir, glaube ich, noch nichts machen. Ah. It appears to be deserted. Sieht ganz so aus. Ja. Ach, hier wechselt er wieder in den Modus. Auch eine sehr ikonische Location für das Spiel wird später noch wichtig.
Ja. Ach ja. So, ich glaube, gleich ist Screenshot-Time. Oh, yes. Oh, yes. Das sieht sehr gut aus, was ich da sehe. Bam, 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 bam. Erstmal das Erz aufsammeln. Oh, yes. Ich würde sagen, Optionen. Bildschirm. Ne, wo war das? Spiel. Genau, HUD deaktivieren. Das ist ja ähnlich wie ein Fotomodus hier. Ja, vielleicht hier so. Sehr gut. Und natürlich, weil Steam ansonsten wieder mal durchdreht, muss ich einmal diese Einstellung ändern. This is a weird place for a village. How are we supposed to reach the chief's house? Oh. Ein Tutorial zu den Kisten, okay. Angriffsstärke plus 2. Ich nehme, glaube ich, auch mal wieder das Ding hier. Irgendwie mag ich es doch lieber. Ich weiß auch nicht. Ich finde es irgendwie stilvoller als so ein Dolch. Das war keine zerstörbare Kiste. Hätte ich mir das Tutorial mal angesehen. Anyone even here? I can't take it anymore. Hey, anscheinend gibt es doch noch Leute hier, aber sie haben sich verschanzt. Wahrscheinlich aus Angst vor diesen Viechern hier, ne? Oder aus Angst vor etwas anderem. Hier bin ich, glaube ich, falsch. Hier komme ich später noch hin. Genau, ich glaube, ich muss erstmal hier lang. So nämlich.
Hopspringen ist nicht wirklich schneller. Wobei. My kind? Spricht die zu mir? Magie abwehren. Und Magiestärke. Ja, gerne. Kann ich eigentlich hier auch nochmal mit drauf machen? Ja, das hier. For someone who knows about the sealed verses. Spricht er mit dem Shade? Well, this appears to be a glorious waste of time. Physische Stärke. Kann ich das auch auf meine. Auf mein Schwert vielleicht? Ach, die Kampfkünste. Mhm. Also ich kann auf Aus. Das weiß ich gar nicht. Ausweichen. Physische Stärke. Casten. Okay. Okay, ja, cool. Ich guck erstmal runter, denn da unten war noch was zum Aufheben. Das hole ich mir gleich mit. Hey there. Leave our village at once. What? Please, just listen to me. Cursed. You are cursed. Ich bin nicht gecursed. Ich bin doch nur ein Boy mit einem großen Schwert. Und einem sprechenden magischen Buch. Ton! Okay. Mhm, deswegen. Sie verstecken sich also nicht vor den Shades per se, sondern eher vor uns. So. This must be the chief's house. Who goes there? Well, we're. Be calm, strangers. Wait, listen to. Enough. Leave this village at once and never return. What a pathetic bunch of rabble. Enough. What. Ja, das war's tatsächlich. Eine komplette Zeitverschwendung. Ja. Let's go talk to Popola and figure out a new plan. Aber ist schon hübsch. Komplette Zeitverschwendung, aber es war schon eine nette Reise. Finden wir es heraus.
nice flowers. Cooles Bild auch. Those are Lunar Tears, legendary flowers of almost perfect beauty. You're kidding. Those are the ones I told Yona about. Hands off the flowers. Here we go. Vice, why is that lady in her underwear? I fear we have greater issues to deal with. Hallöchen. Wait, is she a shade? Na, ein Shade ist sie ja offensichtlich nicht, ne? Son of a bitch. I knew this would happen. This woman is certainly not to be trifled with. Did we get her? By my pages. Okay, parieren führt zum Erfolg. Dieses widerliche Drecksvieh, ach ja. Mit seinen komischen Glubschi-Glubschern. Ach, du bist so schön. Was bist du schön? Du bist wirklich schön. Oh, come on. Are you serious? What the heck is going on here? Shut up and fight! Ah ja, stimmt. Er macht so Druckwellen. He's mine, you idiots! It would appear we are not the focus of our anger. It's not. Beware the shockwave. Ah, ja, genau. Hold back until we have a chance to approach. Okay, das war doch schon mal gut. Eine Hand ist quasi down. Oh, ihre Zauber sehen aber auch cool aus. Das sieht aus wie irgendwie Eier. Und seine ekelhaften Eier. I didn't know shades could get that big. The scale of this one is like nothing you've encountered before. Ja, Nahkampf vielleicht nicht. Obwohl, vielleicht auch doch. Schön aus dem Bild getreten. Oh, der hat ja Fingernägel. Oh Gott.
Bitte verglubsch dich einfach. Disappearing. Is she human? This one has been possessed by a shade. She exists as neither fully human nor other. I feel bad for treating her like one of those things. We have to help her. Dunkle Hand, ja, das kennen wir auch schon. Das ist, glaube ich, der erste, den wir in dem Prolog hatten, ne? Diese große Faust und. You're awake. You. I'm sorry we attacked you. We thought you were a shade. Well, you're half right. Now get the hell out of here. Now see here. We made our apologies and came to your aid. The least you can do is grace us with your name. It's okay, Vice. She's probably just exhausted. My name's Kaine. Ah, the name we heard back in the village. Uh-huh. Look, nothing good is gonna happen if you stick with me. So do like I said and go. Get lost already, would you? Ach, get Kaine. Lost oh, and one more thing. That monster back there, it's mine. Stay the hell away from it. Klare Ansage. She's kind of pretty, but she's really intense. Da ist der junge Nier wohl ein bisschen verknallt. Aber ja, intense trifft's ganz gut. Mit ihrem losen Mundwerk. Wir schauen natürlich nach Yona, ist doch klar. Let's go see how she's doing. So viel Zeit muss ja wohl sein. Und mit unserem neuen besten Freund sind wir auch im Nu zu Hause. Make way! Oh, oh, oh. Das war da was. Oh, yes! Oh. Maybe. But there's no way we can take that thing on now. I need to get stronger. Ich finde, wir haben uns eigentlich ganz gut geschlagen eben. War gar nicht so schlecht. Aber ja, ein bisschen trainieren. Vielleicht eine neue Waffe. Gut, ich könnte jetzt natürlich diese Lieferung versuchen, ne? Wo muss die denn hin? Hey, do you have time to take this parcel to the Aerie? Friend of mine helped me out, and I want to give him something special. Sure thing. Oh, and this is really fragile, so you need to be das careful. Ist die schlimmste Quest, und es ist nicht die letzte davon. Or getting knocked over or anything like that. You'll need to take it to the chief's house in the Aerie. It's the house at the highest point in the village. Ich weiß, da waren wir gerade, aber ich hätte es nicht geschafft, glaube ich, beim ersten Mal. Wir versuchen es mal. Man kann es ja mal versuchen. Aber ich darf, wie gesagt, nicht mal rollen, soweit ich weiß. Und ich weiß nicht, ob auf dem Eber reiten eine gute Idee ist. Wahrscheinlich nicht. Warum läuft er denn nicht? Achso, ich muss nach vorne drücken und das Ding, okay. With Rage. Noch ist die Lieferung sicher, sonst hätte er schon was gesagt. Von daher. Alles gut. So, und hier sind jetzt auch Gegner, ne? Genau, genau. Hier muss ich tatsächlich
recht vorsichtig sein. Denn wie gesagt, einmal getroffen werden reicht schon. Und Quest ist gescheitert. Dann kann man sie nochmal machen. Was auch sehr lustig ist, wenn der Typ dann halt sagt, ja, ist ja kaputt gegangen, was du liefern solltest, aber ich habe hier nochmal das Gleiche. Aber diesmal bitte nicht kaputt machen. Gott, warum sind hier so viele... Würden Sie bitte sterben, Herr Fledermaus? Vielen Dank. Und nicht rollen. Bitte, nicht rollen. Ich rolle einfach nicht. Weiß, ich rolle gern die ganze Zeit durch das gesamte Spiel. Aber jetzt nicht. Wenn ich jetzt hier speichere, dann... Und die Quest verkacke, dann könnte ich ja laden und dann müsste es noch gehen, ne? Das heißt, zumindest bis hierhin ist es safe. Springen darf ich auch. Ja. Bringt aber nichts. So, und jetzt sind hier nämlich zum Beispiel keine Shades oder so. Das heißt, die Nebenquest ist ein bisschen einfacher geworden. Aber dafür waren jetzt eben die Fledermäuse da, die waren eben nicht da. Aber die sind, glaube ich, einfacher als diese Shades. Von daher, alles gut. Kamera, ja, danke. Das ist korrekt. Auch cool, dass sie das hier eingebaut haben, dass wenn man eine gewisse Zeit in eine Richtung läuft, der dann irgendwann automatisch schneller läuft. Das haben sie auch aus Nier Automata quasi übernommen. Ach, sehr schön. So, ich glaube, hat funktioniert. Hello, sir. I have a package for you. Me? Yes, fine. Just leave it and go. Seid die undankbarsten Schweine. Just leave it right here. Überhaupt, ey. I'm accepting it. I'll go tell the client we're done. Aber first try und ja, nicht zerbrochen. Nice. Jetzt kann ich wieder rollen. Yes. Sollte ich ein Achievement für bekommen eigentlich? Also, fände ich angebracht. So, dann haben wir diesen schönen Weg direkt zweimal gemacht. Aber hey. Gibt Schlimmeres. Oh, nee, das sollte ich nicht machen, denn dann wird alles verlangsamt hier. Ja, wenn wir schon mal hier sind, warum nicht? Komm. Ist so schön sonnig gerade. Nett. Ist eigentlich ziemlich makaber, ne? Die aus purer Mordlust umzubringen. Was macht einfach so Spaß? Und ich drifte um die Kurve. Oh yes. Schön ins Dorf reiten mit dem Vieh. Sie haben sogar für mich gesungen. Das war toll. Das ist doch schön. Achso, hier ist ja unser Klient. We're all set with your delivery. Appreciate it. Hope everything went smooth. It can be a little weird to strangers, but he's a good guy at heart. Anyway. Die sind alle weird to strangers. Das ist ja so ein bisschen das Problem. 1500, ja, nice. When you're knocked away.
Achso, nach Yona wollte ich gucken, ne? Genau. Was auch sonst? Kann ich jetzt schon einpflanzen? Nee. Ich habe mittlerweile ja so ein paar Samen gesammelt. Tomaten und dieser eine Kürbis oder was das war. Geisteskrafttropfen. Tropfen. 500 Gold, wo auch immer die jedes Mal herkommen. Wahrscheinlich von Popular. Yona? Yona, what is it? It hurts. Oh, Yona. I'll go get some medicine, okay? Just hang on. Wait. What is it? Just don't do anything dangerous. Stop worrying already. Ich hab Medizin. Wait. What? Just stop. Ich hab doch alles da, Mensch. Eine Heilsalbe, Arzneikräuter. The Black Scroll appears to be advancing at a furious rate. She needs something to stop her pain. Let's see if Popola has any ideas. Ja, was auch sonst? Natürlich wieder zu Popola. Aber wir wissen ja schon, dass das alles nur Symptome behandeln und weniger die Krankheit heilen. Aber immerhin, das wäre doch schon mal schön. Hey, Popola, do you have any pain medicine? Pain medicine? It's for Yona. Her pain is... it's getting really bad. That poor girl. Well, I guess we could try a shaman fish. What's that? It's a fish found near seafront. Their livers contain a chemical that's said to dull even the strongest pain. That sounds perfect. How do I get there? You can find seafront out past the southern plains. Shades have been spotted there recently, though. So be careful. Jetzt geht's nach Meeresfront. Mit dir bin ich ja durch, ne? Du hast nichts mehr. Okay. Genau, und jetzt können wir auch da diese andere Quest machen. Was war das nochmal? Die Einkaufsliste. Genau. Und ich glaube, es gibt dann auch wieder eine zerbrechliche Lieferung nach Meeresfront. Hört sich im Deutschen irgendwie scheiße an, ne? Seafront geht noch, Meeresfront klingt direkt irgendwie... ja, aber beim ersten Mal nehme ich keine zerbrechliche Lieferung an, glaube ich. Obwohl, ich könnte es versuchen. Achso. Obwohl, hier drinnen scheint ja auch noch eine Quest zu sein. Ich guck mal nach. Which job should I give you first? Auf Adler schwingen. Someone wants you to collect an item from the Airy. Yeah, go ask the client for more details. I kind of dozed off during that part. I wrote down the client's location on your map. Da war ich doch gerade, Mensch. Hey, do you have time for a little side job? I'll make the time. What's going on? I was hoping you could go to the Airy and get an eagle egg for me. Ach, das ist der Client. Der Bulla ist auch geil. Steht direkt 2 Meter weiter. Ich zeichne sie auf der Karte ein, damit du den Weg auch findest. Es ist ein bisschen kompliziert, aber die ist direkt da vorne. Direkt. Sitzt hier direkt gegenüber, da vorne ist sie. Okay. It sounds as if someone is brewing up another batch of medicine for an ailing relation. I sure am. You're pretty smart, Vicey. Vicey? Nice. Vicey. The Airy is full of shades, so you're the only ones I can ask. Come on, Vicey. Let's get moving. Come on, Vicey. Nochmal. Also, schon wieder ein Adlerhaus, da wo ich gerade 2-mal war? Ich meine, selbst schuld, aber
trotzdem. Ein Adlerei an hohen und windigen Orten. Ja, okay. Ich hab's ja schon mal gesagt vorhin. Das ist ein Chill-Stream und ein Chill-Video. Und ich bin mir relativ sicher, dass sich das nicht so viele Leute angucken. was ja auch okay ist. Aber im Prinzip gibt es mir auch die Freiheit zu tun, was ich will. Ne? Und von daher sag ich mal, einfach, ich kann auch ein drittes Mal in den Adlerhorst, kein Problem. Ich suche ja schließlich ein Adlerei. Ja, wir hatten ja schon mal das Thema, ne? Das Pacing in dem Spiel. Wie gesagt, das sind ja alles optionale Quests, die ich hier mache. Aber es ist halt schon, also, soweit ich mich erinnere, muss man die halt auch machen, um das richtige Ende zu bekommen. Oder zumindest ein paar davon machen, um das richtige Ende zu bekommen. Also es ist zwar optional, aber... Ach, guck mal, in der Sonne brennen sie so ein bisschen. Kommt mal her. Das ist ja cool. Das haben die früher, glaube ich, nicht gemacht, oder? Ja, aber genau, also man hätte es ja trotzdem ein bisschen anders pacen können, dass man nicht am Anfang direkt so diese ganzen Nebenquests bekommt, sondern so nach und nach und vielleicht auch ein paar weniger. Ne, also jetzt irgendwie einem Boten oder der Frau des Spiels sagen, dass sie die Waffen besorgen soll und dann als nächstes irgendwie 10 Items einsammeln. Das ist halt schon ein bisschen, ja, ist nicht so spannend. Aber, ja. Ist sie überhaupt schon wieder gestorben von euch? Komm, du kriegst die volle Ladung ins Gesicht. Aus der Welt habe ich dich geballert. Naja, nicht ganz. Das sah nur so aus. So, am höchsten Ort, ne? Also wahrscheinlich wieder bei dem Anführer. Bei dem Bürgermeister hier. Natürlich auch sein, dass es jetzt hier unten irgendwo versteckt ist, aber sie haben ja explizit gesagt, am höchsten Ort oder an einem hochgelegenen Ort. Ich nehme an, das ist jetzt schon eher weiter oben. Lehne ich mich mal weit aus dem Fenster. This village is done for. True, true. Den fällt auch nichts Neues mehr ein, ne? Das da unten war ja was anderes das letzte Mal, als ich da war. Vielleicht ist es aber jetzt das Adlerei. Who knows? Aber erstmal würde ich hier gucken. Okay. Komme ich da so runter? Adlerei. This must be the egg. We'd better get it back to the tavern lady. Ich hoffe, hier kann ich jetzt wieder. Ja, okay. Nicht, dass es auch zerbrechen kann. Come on, Vice, quit moaning, would you? I imagine this egg would fetch a princely sum if you sold it to the highest bidder. You know we can't do that. The tavern lady's waiting for it.
Perhaps we should place our own financial situation ahead of the concerns of an elderly woman. Did you forget about the whole quit moaning thing? Aber das finde ich halt schon wieder ganz nett, ne? Dass sie, klar, die Quests sind relativ monoton und stehen halt schon im Kontrast zum eigentlichen Hauptziel in dem Spiel, ne? Dass man irgendwie, wie es in jedem JRPG eigentlich ist, oder in vielen zumindest, dass man, eigentlich geht es irgendwie um das Schicksal der Welt und so, und dann macht man irgendwelche trivialen Nebenaufgaben. Aber ich finde es ganz cool, dass es zumindest irgendwie angesprochen wird. Also dass Weiß quasi so eine Beobachterrolle einnimmt und das auch kritisiert. Das macht es zwar irgendwie auch nicht besser, nur weil das Spiel das anspricht. Das sind die Quests ja immer noch scheiße. Oder größtenteils, oder teilweise zumindest. Aber es wird zumindest irgendwie... Man hat das Gefühl, dass es dem Entwickler auch bewusst war. Und es zwingt uns ja, wie gesagt, niemand, diese Quest zu machen. Ich mache die tatsächlich freiwillig. Ich möchte den Menschen doch nur helfen. Oh yes. Mhm. Oh yeah. Zack, zack. Oh. Und jetzt wieder Drift, man. Weil wenn ich drifte, auch wenn es falsch aussieht, kann ich nicht gegen eine Mauer fallen. Fahren. Also gegen, also Unfall. Unfall. Was wollte ich? Achso, Adlerei. Genau, Adlerei. Und dann geht's nach Seafront. Wenn hier nicht noch irgendwer eine total spannende Quest hat. Bitte. I got your eagle egg. Thank you. Give me a moment here. Mission. Ach so, sie hat es jetzt mal auch gemacht, ne? And here we go. Could you bring this to my grandmother for me? She'll probably be near the fountain in front of the library. Sure thing. I'll get it to her as soon as I can. Stimmt, das hatten wir ja letztes Mal ja auch noch gemacht. Werden wir natürlich wieder tun, klar. Wir sind ja hier der Botenjunge, das Mädchen für alles oder der Junge für alles. Hier, Oma. Ma'am, I've got more medicine for you. Oh, what a nice young man you are. I've been just sick as a dog lately. Why, just this morning I woke up and found a giant. Oh, okay. I'd better get going. You take care of yourself, all right? You've been such a great help lately. Here's a little something for... A little something. 2000 Gold. Ja, nehme ich gern diese kleine... nette Zuwendung. Apropos Gold, kann ich damit 11.500? Ich könnte damit natürlich auch mal was machen, ne? Theoretisch. Gut, ich kann hier Samen kaufen, die bringen mir gerade eh noch nicht so viel. Ich kann in Meeresfront dann diese Sachen kaufen von der Einkaufsliste. Ansonsten Waffen... Ah, dieses riesige Super-Duper-Schwert. Lilienblattschwert, das schmale Schwert einer Frau. So unglaublich schön, dass Männer sie anflehten, sie zu töten. Okay. Stimmt, die Waffen in dem Spiel haben auch Lore. So in bester Souls-Manier. Und ich glaube, wenn man die aufwertet, wird da auch mal was freigeschaltet oder so. War das nicht so? Geschichte lesen. Klönk, 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 klönk. Okay. Schweißrand über die Gesichter ärmlich aussehender Männer, während sie den Eisenstein herausschlagen. Ihr fröhlicher Gesang hallt in der Mine wieder. Wir sind Arbeiter, Minenarbeiter, schmutzig von Kopf bis Fuß. Tag für Tag suchen wir nach Eisen. Klönk, 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 klönk. Das ist eine spannende Geschichte, sag ich mal. Nirvana-Dolch. Das Mädchen wurde am Tag ihrer Geburt einem hohen Herren versprochen. Sie wuchs heran und verbrachte ihre Tage damit, sich auf ihre Rolle als Ehefrau vorzubereiten.
Abends starrte sie aus dem Fenster ihres Schlafzimmers und betete zum Himmel für ihren Angetrauten. Oh nein, nein, oh mein Herr, wenn ihr doch nur einen Tag früher zu mir kommen könntet. Das geht in eine interessante Richtung. Ah, hier habe ich gar keine Karte. Noch nicht. Aber ich habe schon einen Eberfreund. Und einen Hirschmeister. Oh, die sind ja aggressiv. Die kamen direkt auf mich zu. Ich habe mich nur verteidigt. Gut, ich meine, es sind halt... Naja, ich glaube, ein richtiger Hirsch würde mich nicht angreifen, wahrscheinlich. Weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Ein Ast, okay, ja, spannend. Drei? Du brauchst drei von den Dingern? Oh oh. Alles klar. Da ein richtiger epischer Kampf hier. Kann ich ihn parieren, ist die Frage, ne? Okay, jetzt haut er auch ab. Töte doch mal bitte diesen Hirsch. Es tut mir leid. Aber wir wissen alle, irgendwann kommt die Quest. Besorge mir 15 Hirschfleisch. Und dann habe ich schon drei. Ja. Damn Shades, go away! That villager is under attack. Die, you foul beasts! Mach mal nicht hier anvisieren. Oh! Ich habe gar nicht auf meine HP geachtet. Und der Hirsch bringt sie zu Ende. Oder eher die Hirschkuh. Moment, ich muss kurz. Kein Respekt mehr, ne? Ich muss kurz looten, danke. Hallo. You saved me. Things are getting really bad here lately. Here, take this. Make good use of it, all right? Einhandschwert Mondaufgang. Ah. Ich würde sagen, das nehme ich sehr gerne. Eine alte Legende erzählt von einem Land, das von einer Katastrophe bedroht wurde. Das Land wurde jedoch durch ein Schwert, das die Macht besaß, alles einzufrieren, vor dem ewigen Höllenfeuer gerettet. Um dieses Schwert standen tausende menschlicher Eisskulpturen. Okay, wahrscheinlich vielleicht eine Anspielung auf Drakengard oder so. Darauf basiert ja Nier. Kann auf jeden Fall sein, ich weiß nicht. Eine Angriffsstärke, ja. Und nochmal Angriffsstärke, ja, warum nicht? Nee, was war das immer? Das macht Angriffsstärke. Das macht auch Angriffsstärke, aber weniger. Das macht gar nichts und das auch nicht. Okay. Und sieht auch ganz cool aus eigentlich. Ja. Ja. Ist doch nett. Und ich weiß, meine HP sind recht low, aber ich will mich jetzt nicht heilen. Ich habe ja nicht mehr so viel Kraut. Da müssen wir noch nicht hin, da sind nur ekelhafte Spinnen. Und hier sind ja auch keine Gegner mehr, von daher alles gut.
Och, es ist so schön. Hier würde ich tatsächlich gerne mal leben. Ein kleines mediterranes Örtchen am Wasser. Ach Gott. I'm so tired. There's a rough going on these old bones. What if he returns today? Ja, wer weiß. The lighthouse stay dark. Mm-hmm. I doubt we'll have much luck blundering about blindly for a shaman fish. What should we do? I don't even know what one looks like, so if you've got a better idea, I'm all ears. Perhaps we could try asking some of the townspeople for advice. Works for me. Heck, we might even find a place that sells them. Und jetzt kommt bald, ich erinnere mich, kommt bald das Angel-Minispiel, natürlich. Das war im Hauptspiel nicht gerade eins meiner Highlights, muss ich echt sagen. Das war ein bisschen kacke. Ich hoffe, sie haben es irgendwie überarbeitet. Sie haben es mit Sicherheit irgendwie überarbeitet. Was war nochmal auf der Liste eigentlich? Tulpenzwiebeln, 3 Stück. Drei. A shaman fish? I think they used to sell those at the fish shop. But hey, since you're here, how about some fresh fruits and veggies for the road? Tulpenzwiebel, da sind sie. Die hätte ich gern. Ich glaube, von den anderen könnte ich aber auch vielleicht immer mal so eins mitnehmen. Dann habe ich sie schon mal. Ist das dumm? Ist teuer, ne? Aber ich mache es jetzt einfach mal. Ich meine, dafür habe ich das Geld. Das war es. Das ist Quatsch. Ich habe kein Geld mehr, doch. Bin so ein Trottel. Ich habe gerade auf Gesamt geguckt und da steht 0G. Oh nein. Ich bin pleite. Jesus Christ. Thanks for your business. Sehr gerne. Der Fischladen, ja, das ist ja dann der hier, nee. A shaman fish? Hey, but since you're here. Nö. Ah, gerne. 500. Ein bisschen Dünger? Ja. Ich kann ja bald was pflanzen. Und da fällt mir ein, natürlich kaufe ich jetzt auch noch... Ja. Noch... eine Tulpenzwiebel, denn die 3 muss ich ja abgeben. Und wenn ich selber Tulpen will, stehst du da. Tulpenlos. Hier, du bist ein Fischmann. A shaman fish? I haven't gotten any fish in today yet. Sorry, dude. We've got precious. Das ist enttäuschend. Kautschuk. Ah, ja, 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 ja. Hotschuk Moldavit. See you later. Brauche ich auch noch später. Und hier die Seelöwen, die sich einfach im Sand rumwälzen. Komm, dreh dich mal. Oder legt ihr einfach nur rum, aber ihr seid nicht tot, ne? Nee, stimmt, genau das. Ich liebe dieses Spiel. Ich liebe es einfach. Ich liebe es einfach nur. Schnecke. So, du konntest mir was beibringen, ja? Du warst es doch. Hä? Shaman fish? Oh, sure, sure. They're a cinch. Practically jump into the net, they do. But I won't do it for you. So take this pole and go fish one up yourself. Oh, and you can't catch them here at the pier. Go dip your line at the big beach on the west side of town. How do you fish? Is that a serious question? If
gotta move the body away from where the fish is going. Got it? Mm. Here, let me give you a lure while I'm at it. Fishing is a test of wills between man and beast. Never give up the fight. Es ist in der Tat ein Kampf gegen das Spiel. Zumindest war es das. Und ich erinnere mich auch noch, dass es eine ewige Questreihe gab, in der man irgendwie erst 10 Fische von der Sorte, dann von der Sorte und so weiter fangen musste, bis man irgendwelche Haie gefangen hat und so. Das war richtig insane. Aber auch ganz cool. Aber auch sehr nervig. Aber hier gibt es ja anscheinend auch noch keine Aufgaben. Von daher gehen wir mal rüber. Speichern, klar. Auch diese Stadt haben sie wirklich schön neu modelliert. Oder aufpoliert. Ich kann es immer noch nicht glauben, dass dieses Spiel einfach existiert. Es ist einfach, es geht mir nicht in mein Gehirn. Ein kleiner Traum für mich, wirklich unglaublich. Okay, hier haben sie den Blumeneffekt ein bisschen hochgedreht, ein bisschen übertrieben. Okay. Wird B angeln auf dem Bildschirm angezeigt. Kannst du B drücken, um den Köder auszuwählen und mit dem Angeln zu beginnen. Sobald deine Angelrute biegt, drücke B, um den Fisch einzuholen. Neige anschließend L-Stick in die entgegengesetzte Richtung des Fisches. Das stimmt, glaube ich, gar nicht. Man musste immer zurück. Also wenn er nach rechts schwimmt, muss man trotzdem den Stick nach hinten ziehen. Wenn man ihn nach links gezogen hat, hat das nicht funktioniert. Oder man musste ihn dann so schräg nach links unten... seine GP zu verringern, sobald die GP des Fisches aufgebraucht sind, siehst du ihn automatisch an Land. Das klingt nicht so, als hätten sie das überarbeitet. Da hinten sind Delfine. Cool. Ich bin sehr gespannt. Man sieht den Köder auf jeden Fall besser. So, ich drücke jetzt nur nach hinten. Ich drücke nicht nach links oder rechts, nur nach hinten. Und so funktioniert es auch. Schamanenfisch. Na. We're all set. Easy. Ich versuche es jetzt nochmal mit der entgegengesetzten Richtung, ob das auch klappt. Nee, tut es nämlich nicht. Dann bleibt er nämlich... Da, jetzt ist er nämlich stuck. Ich muss immer nach hinten ziehen. Okay. Ach, guck mal, wer ist denn da an den Strand gekommen? I'm so tired. Auch die Kleidung finde ich hier so cool mit der alten antiken römischen Toga und so dieser Schärpe da drum. Ist cool, ich mag's. Diese jungen Strolche. Grimor weiß es aber auch geil. Komm, ist doch scheiße. Die alte Schachtel. Wen interessiert's? Da hat er allerdings einen Punkt. What's wrong? Is everything okay? My illness has returned. It must have been the shock of seeing this rude floating book. Rude? Book? Now see here, madam. I'll have you know. You did this. Oh, what a terrible thing you are. Why, you insolent crone?
How dare you address me like some common paperback? Vice, knock it off. You there, would you truly abandon a pitiful old woman to this cruel world? Ich glaube schon, ja. Are you asking me? Oh, do please ask me. Natürlich würde ich das nicht. Ich nehme die Bitte sehr gerne an. How can we help you, ma'am? Oh, good heavens. I can't believe how much cajoling. Ja, aber gut, schön zu sehen, dass du so dankbar bist auf jeden Fall. Our apologies, ma'am. Tut mir wirklich leid, dass ich dir helfen will. Tut mir echt leid. I am at a loss as to what aid we could possibly give a woman who is so clearly able to talk her way into anything. I need you to go to the post office and tell them to deliver my mail. I can't fathom why they haven't been here yet. Ich verstehe es auch nicht. Sie ist doch so eine nette Gesprächspartnerin. Oh, the pain. The pain. Okay, we're going. Look at us go. So, das ist zum Beispiel so eine Nebenquest. Also, jetzt ist es ja gerade eine Hauptquest. Aber daraus entwickelt sich eine Nebenquest, die ich zum Beispiel sehr, sehr cool fand. Soweit ich mich erinnere, ja. So, hier ist die Poststelle. Hello. Afternoon. Hey, so there's some old lady who yelled at us to come here and check on her mail and... Oh, you mean the lighthouse lady? The very same. Ist schon bekannt. Now could you please deliver her parcels and silence her flapping gums? Sorry, but I injured my leg. I won't be delivering anything for a while. Oh, that's too bad. Maybe we can... A hurt leg? What about your sacred postman's oath? Neither wind nor sleet nor terrible monsters of the night shall keep thee from... Hey, if your leg hurts, we'll just deliver it for you. Jetzt sind wir auf einmal auch Postbote. Wir machen echt jeden Scheiß. Aber wir waren ja auch bisher schon Postbote eigentlich. Oh, that would be a huge help. Just be careful, all right? That lady has a bit of a temper. Haben wir schon gemerkt. Oh, you know, since you're here... What is it now? You're from Popola's village, right? Yeah. How do you know? Huh? Well, you're dressed differently, and you just have a certain air about you, I guess. Anyway, would you mind taking this letter to Popola when you go- Sure. We might as well take the postman's oath ourselves. Ja, kann ich die jetzt hier lesen? Meine Notizen? Stand es hier? Ja. Liebesbrief vom 12.02.3340. Eigentlich dürften wir den nicht... Naja. Mein Herzblatt, bitte verzeih, dass der Brief so spät kommt. Ich bin vor kurzem sehr krank geworden und hatte Probleme, in diesem fremden Land einen Arzt zu finden. Die Leute hier haben mich jedoch sehr freundlich behandelt und verarztet. Ich komme jeden Tag mehr zu Kräften. Wenn meine Genesung so weitergeht, kann ich hoffentlich bald die Heimreise antreten. Ich denke jeden Tag an dich... Und sehne mich nach dem Moment, an dem wir wieder zusammen sein können. Pass gut auf dich auf und sei versichert, dass ich alles in meiner Macht Stehende tun werde, um zu dir zurückzukehren. Von Büro des Bürgermeisters an Popola. Ich schreibe dir bezüglich der dringenden Angelegenheit in Adlerhorst. Wie du weißt, haben die Aktivitäten der Schatten dort stark zugenommen. Wir befürchten das Schlimmste. Mehrere Briefe an den Anführer wurden nicht beantwortet und unsere Händler haben seit kurzem keinen Kontakt mehr mit den Kunden dort. Auch wenn Meeresfront noch keine Probleme mit den Schatten hat, befürchten wir, dass es nur eine Frage der Zeit ist. Ich möchte euer Dorf ermutigen, alle nötigen Schritte einzuleiten, um euch vor dieser schrecklichen Plage zu verteidigen. Der Verlust von 2 Vorposten wäre fast zu viel zum Ertragen. Ich hoffe, bald von dir zu hören. Vom Bürgermeister, ne? Ja, okay. War hier irgendwas? Ein Schieberätsel offensichtlich. Ja. Aber
Ich weiß ja nicht mehr, was das Ziel ist. Irgendwie. Vielleicht ist es auch gar kein Rätsel, es ist einfach nur da. Soll ich da hinten? Aber hier gibt es ja auch keinen Durchgang. Okay. Weiß ich gerade nicht. Okay, einmal Brief zur alten Dame bringen und dann Brief zu Popular bringen. Natürlich. I don't hear the crone, and I'm sure crone. I would if she were here. They call her the lighthouse lady, right? Well, let's go check the lighthouse. Das ist ein smarter Boy, also wirklich. Ach schön. Ach weißt du, der tut auch nur so, glaube ich. Ich glaube, der findet es schon ganz nett, Leuten zu helfen. Sich dann in ironisch-sarkastischer Form über sie lustig machen und beschweren. Work was exhausting, so I'm taking a little break. Tu das. Ich glaube, der findet das ganz gut. Oh, da springen die Delfinis. Tschum. So, ist hier noch was? Nee, okay. Ach ja, stimmt. Es ist, wie gesagt, ne, Spiel mit der Perspektive und so. Kommt später auch noch mehr. Ganz cool gemacht hier. Hello. Oh, you. What do you want? We have retrieved your letter. What do you want? Du hast uns doch den Auftrag gegeben, ey. The postman hurt his leg. That's why he... That's no excuse. It's his job to deliver the mail, no matter what. Didn't he take the postman's oath? The thought that anyone would actually bother to write you a letter staggers the imagination. Such a rude book. I'll have you know this is from someone very dear to me. Well, I suppose I should give you something for your trouble. Okay, das ist nicht schlecht. 1000 Gold für einen Brief. Nehme ich. Und einen Genesungstrank. Na, siehst du mal. Sonst noch was? Nochmal kurz Beleidigungen austauschen. Ja, das gehört dazu. Ach, Grimoire weiß, ey. Da die Textur in dem Türrahmen ist ein bisschen fragwürdig. Guck mal, unten ist sie schön, ne? Unten ist sie ganz normal und oben hast du diesen Matsch. Da müsst ihr aber nochmal ran, du. Das geht. Aber ja. Alles ist besser als die Originaltexturen. Die waren teilweise damals auch schon echt übel. Also sie waren auch für damalige Verhältnisse recht übel. Das Spiel kam ja irgendwie 2010, glaube ich, raus. Und wie gesagt, ich liebe es total und habe es auch damals geliebt. Ich habe es später gespielt, aber ich fand es schon immer großartig. Aber das sah selbst für 2010 echt nicht mehr zeitgemäß aus. So. Sah eher aus wie spätes PS2-Spiel. Warum redest du einfach über die Leuchtturmdame? Habe ich schon gemerkt, aber ich habe dich nicht um deine Meinung gebeten. Kann ich hier rein? Nee. Ja, und umso mehr freut es mich halt, das hier zu sehen. Und es war natürlich auch ein 30-Frames-Spiel. So, mein Freund. Ja, nicht. Hier, komm. Zieh durch.
hinten da vorne ist, glaube ich, der erste. Ja, so ein Zwischengegner, aber den machen wir nicht. Ich drift mich hier lieber ins Dörfchen. Man kommt hier wirklich schnell von A nach B. Also es geht ja echt fix. Einfach auf den Eber gestiegen und dann los. Es gibt ja dann auch später halt, oder bald, schon Quests, die halt auch in Meeresfront sind. Und da muss man häufig hin und her reisen. Have you seen my Max around? Wer ist denn dein Max? Max? Sorry, I don't know a Max. Max is my dog. He's been missing since yesterday. Oh, I see. Any idea where he went? He usually likes to run around the northern plains. Most of the time he just comes and goes, but I haven't seen him in over a day. I'll keep an eye out. If I find him, I'll make sure to bring him back. Thank you. Ein Hund auf Abwägen. Is something wrong? Oh, it's nothing. Just a little choked up about my dog is all. All right, if you say so. Ja. Da kümmern wir uns drum, keine Sorge. Ich habe selber kein Haustier, aber ich kann verstehen, dass einem das durchaus Sorge bereitet, wenn er einen Tag lang nicht mehr auftaucht. Den finden wir schon wieder. Alles gut. So, erstmal, bevor ich wieder in die Kneipe gehe, mir schön einen antrinke hier. Warst du das? I bought your tulip bulbs. Thanks. Here's the money. Jetzt kann ich... Ah, sehr gut. Dorfhelfer. Ah, ich habe sogar ein Achievement bekommen. Seht ihr jetzt nicht, aber das ist da unten in der Ecke. Das heißt, ich darf gleich wieder den Bildschirm umstellen. Ja, okay. Excuse me, but can you help me deliver a large serving tray to the town of Seafront? Nicht jetzt. Das ist wahrscheinlich auch wieder diese eine der zerbrechlichen Lieferungen. Oh, I forgot. I was going to ask you to get some fertilizer as well. Ist das dein fucking Ernst? Next time you're in Seafront, can you pick up 3 bounty fertilizers for me? Eins habe ich gekauft gerade. Ja, natürlich. Sure thing. Sehr gerne. Das mache ich doch. Das ist doch eine Selbstverständlichkeit. Hättest du mir auch früher sagen können, Mann. You ever heard Devola and Popola sing? Sure, Devola sings here all the time. I ain't talking about that. I'm talking about the two of them singing together. No, I've never seen that. They used to come here and sing all the time. Lately, they're so busy. Hey, I know. You ought to get them to come back and sing for us. Okay. Sure. I suppose I am kind of curious. Na, dann fragen wir sie doch direkt. Hey, Devola, can I ask you a favor? You're asking me for a favor? Well, now I've heard everything. What's up? I heard you and Popola used to sing at the tavern. I never got a chance to hear it, so... Wait, you want to hear us sing? Popola's been swamped lately, so I haven't sung with her in forever. But hey, if she's up for it, I'm willing. Which job should I give you first? Oh, okay. An old timer in Seafront is looking for help. Sorry, but that's all I got. Oh, and he said he knows you. Mm-hmm. I wrote down the client's look. Der uns das mit dem Angeln beigebracht hat. Und hier kann man immer nur eine Quest quasi annehmen, aber die kann man auch einfach in der Welt annehmen, glaube ich. Sie führt uns nur dahin. Okay, dann könnte ich natürlich auch erstmal das mit dieser Lieferung versuchen. Dann hätten wir es hinter uns. Ja, komm. Excuse me. I'd be happy to. Wonderful. Just take it to the tavern, okay? Da war ich noch nicht. Oh, and make sure not to jump around or fall over or anything. It's a very fragile tray.
Ja, ja. Das habe ich mir doch gedacht. Aber mit dem Eber sind wir ja doch im 0, obwohl der ist vielleicht eine schlechte Idee. Ich meine, der ist die beste Idee. Ah, we'll be fine. We just need to go slow and take it easy. I am a creature of phenomenal talents, but those are two that escape me. Slow and take it easy. Meow. Nichts erleichter als das. Oh, Gott sei Dank gibt's diese Drift-Funktion. Ich steig mal vorher ab, nicht, dass er jetzt irgendwie runterspringt und dann ist die Quest gescheitert. Man, I am starving. A city of this size must have some manner of eatery nearby. Die war hier unten irgendwo, ne? Hier, genau. Ah, habe ich mich sogar noch dran erinnert. Cool. Hey there. Got a special delivery here with your name on it. Oh, thank you. This will make my life a lot easier. Ich hatte eher eine weiblichere Stimme erwartet, muss ich ehrlich sagen. We should tell the client we delivered the package. Oh, hast du auch noch was? I gave my girl all these presents and she left me for another guy anyway. Now my heart and my pocketbook are broken. What the fuck? Du bist aber nur... Ich habe gerade den hier angesprochen, der hatte diese herzerwärmende Geschichte für mich, für uns. Hey there. Any specials on the menu today? Well, we have a local special, but lately I've had trouble getting the ingredients. It's pretty much all anyone here wants to eat. So if we don't secure a better supply, my business is gonna go under. Well, that's terrible. Want me to find the ingredients? Would you? Oh, thank you so much. I need 10 medicinal herbs, 10 bags of wheat, and 10 sardines. If you can find all that, I'll make it worth your while. Sardinen und Säcke Weizen. Also Sardinen kann man ja vielleicht irgendwo fangen. Weizen muss man, glaube ich, kaufen. Oder anbauen, ja, stimmt. So, you went and caught the fish, did you? Mm-hmm. Well, since you're so insistent, I suppose I better reveal one of my fishing secrets. Was I being insistent? Enough! If you catch 10 sardines, I'll reveal one of my most closely guarded secrets. Jetzt kommen wir zum spannendsten Teil des Spiels. Go. 10 Sardinen. Ja, wo finde ich denn Sardinen? Still no fish. Shh, you're scaring them away. Oh, I see. Nee, die kriege ich, glaube ich, nicht. Das scheint mir ein sehr hartnäckiger kleiner Fisch zu sein. Und sie haben das Angelspiel wirklich nicht groß angepasst. Es ist immer noch das gleiche dämliche Angelspiel von früher. Na gut, okay. Mal gucken. Mal gucken, wie das so... Das ist doch nicht dein Ernst. Hör mal auf. Nein, komm. Das bringt doch nichts. Gab's denn nochmal gute Sardinen hier? Ist hier irgendwie... Kann ich gar nicht angeln, okay. Es gab da immer so ganz spezielle Orte,
wo es halt ganz spezielle Fische gab. Das ist schon wieder so ein großer. Leute, das bringt doch nichts. Naja, ich glaube, das mache ich dann mal wann anders. Das ist jetzt nicht so interessant. So, das ist doch schon eher irgendwie... Das ist jetzt wahrscheinlich ein Schuh. Denn die kann man auch angeln und die geben auch Widerstand aus irgendeinem Grund. Ja, eine Büchse. Eine schöne Dose. Also für eine Dose war das aber ein sehr beweglicher. Und das dauert wieder ewig. Nee, das stimmt alles nicht. Nun gut. Das mache ich jetzt nicht. Da gucke ich mir vielleicht nochmal an, wo ich die fangen kann am besten. Denn das weiß ich jetzt wirklich nicht. Extra Dünger. Achso, den sollte ich ja kaufen noch, ne? So, hatte hier, da ist doch eine Quest. Damn. I still don't have enough inventory. What's the problem? Well, I'm trying to get into the trading business, so I'm stocking up on the essentials. You mean selling local products to faraway lands? Not products, so much as raw materials. With every nation running out of the basics, I figure it's a great way to make a killing. But right now, I don't have a source for materials, and it's driving me crazy. If I could make just one transaction, I could get this thing off the ground. But I don't have anything to offer. It's a real, what you call it, conundrum. Conundrum. I wouldn't mind getting some materials for you to sell. Seriously? Well, that would be great. What do you need? That's a pretty big list, so you might want to write it down in that floating notebook. I need 10 bundles of wool, 5 lumps of natural rubber, and 10 goat hides. Okay, Ziegenhäute und Wolle kriegen wir hin. Kautschuk müsste ich kaufen wahrscheinlich. That's probably gonna take a while. Take your time. That'll give me a chance to set up shop and fill out forms and the like. So. Und Kautschuk war, glaube ich, sogar recht teuer. Kann man vielleicht auch irgendwo finden? Keine Ahnung. Ich versuche jetzt hier nochmal zu fischen, zu angeln. Habe ich das eben schon gemacht? Nee, da vorne habe ich. Hier werfe ich sie nochmal aus. What you doing up? Observing the ocean. If a storm catches you off guard out there, you'd best have kissed the family goodbye before. Okay. Vielleicht finde ich hier ja wunderschöne Sardinchen. Wahrscheinlich nicht. Nein, das ist irgendwie ein Blauwal. Okay, es war ein Versuch wert. Ja, da muss ich sagen, ich weiß, das ist hier eher so ein Overhaul und kein volles Remake oder so, aber da hätte man ruhig ein bisschen... Ups, das wollte ich nicht. Nein. Das hätte man überarbeiten können. Das hätte dem Spiel nicht geschadet. Aber ist okay. Was ist denn hier los eigentlich? I promised my brother I'd come visit, but now he won't leave the house. Says his fingers are turning black or some such nonsense. Hat er vielleicht das, was Jonah hat? Okay, dann gehen wir jetzt erstmal zurück. Nein, ich kaufe den Dünger noch. Dünger. Das kann ich tatsächlich noch machen. Ups.
war doch hier Einkauf. Genau, das haben wir gemacht. Und neuer Händler, war das das? Nee. Nee, das auch nicht. Da. Ein extra Dünger fehlt mir noch, genau. Den anderen hat ich ja gefunden. Weil vielleicht ist jetzt auch wieder einer in der Kiste, wenn die respawned ist. Kann ich ja mal schauen. Die war irgendwo hier, ne? Hier? Nee, was ist denn? Da war's. Nein. Aber ein Weizensetzling, da kann ich den anbauen. Und extra Dünger. Da, schau an. Da muss ich doch gar nichts kaufen. Die brauche ich nicht. Okay, back we go. 2,5 Stunden geht das hier schon. Ja, da mache ich wahrscheinlich demnächst auch mal Ende. Oh, ups. Aber wir bringen die Sachen auf jeden Fall noch nach Hause. Wo ist der Durchgang? Da ist der Durchgang. Ganz entspannt. Go, go, go! To make you go all that way. And here, take a bulb and a pack of fertilizer. You'll be amazed at how fast these things grow. Ja, Geld für die Materialien. Ich hab's ja nicht gekauft. Ich hab's geklaut eigentlich. Sorry. I know that must have been difficult. Hopefully some gold will help ease the pain. Ease the pain. Jo, na. Da wollten wir hin. Gut, ich kann ja noch mal wegen dieser Quest mit Devola und Popola, dass sie zusammen singen sollen, kann ich sie ja noch mal fragen. Und Jona wartet zu Hause sehnsüchtig auf diesen dämlichen Fisch. Aber Sie ist ein starkes Mädel. Sie schafft das schon. Sie hält das aus. Can I ask you a favor, Popola? Sure. What is it? I heard you and Devola used to sing together at the tavern, and I was wondering. Oh goodness. Well, yes, it's true we used to sing there, but I haven't done that in some time. Too busy? That's part of it, but also. I need a certain drink before I can sing in public. I'm a little shy, if you know what I mean. Well, that should be no problem, right? It's a tavern after all. Actually, the stuff I like to drink is pretty rare. Yeah. Still, they used to order it from the tavern in Seafront from time to time, so you could try asking there. Genau, die braucht erst noch ihren Schnaps, damit sie das Lampenfieber wegsaufen kann. So, ich glaube, ich mache dann tatsächlich mal Feierabend. Aber ich würde noch die Sachen einpflanzen oben. Genau, jetzt hat man hier auch so rein.
Ja, einfach mal alles, denke ich mal. Tomaten. Brauchen die Dünger. Immer ein bisschen zu wässern, ja, stimmt. Man muss das, glaube ich, vorher düngen und nicht im Nachhinein. Also müsste ich jetzt quasi das hier, bin ich jetzt mit Blütedünger düngen. Und dann zum Beispiel eine Tulpe. Ich denke mal, Blüte ist für Tulpen eine ganz gute Idee. So, dann das auch nochmal düngen. Extra, ja. Schön, dass dieses Spiel, dieses Mini-Game noch dabei ist. Und wässern. Da muss ich mir nämlich doch keine Weizensäcke kaufen. Wobei, ein Feld wird wahrscheinlich nicht reichen. Ja, mach mal hier einen schönen Flaschenkürbis oder so eine Melone. Hätte ich auch eine Melone? Nee, Kürbis. Okay. Dann mach mal einen Kürbis rein. Ist auf jeden Fall ein sehr diverses Feld hier. Blüte, why not? Und dann vielleicht eine Dahlie. Endlich kann ich meinen Gärtnertraum leben. So, dann fangen wir wieder vorne an. Ich habe ja noch ein bisschen Schnelldünger. Ja. Klar. Das ist halt, wie gesagt, ein Entspannungs- Let's play. Ich glaube, so Leute mit einem Garten, so während der Pandemie, ist schon ganz nett, sowas zu haben. Ne? Ich habe es leider nicht. Ich habe einen Balkon. Auch das ist nicht schlecht. Aber meine Eltern haben zum Beispiel auch einen Garten und sind dann, haben da immer genug zu tun. Ne? Können sich beschäftigen. Hält einen auch fit, so ein bisschen. So. Ja, ich hoffe, das wird hier was und die gehen nicht alle ein. Ich glaube hier, ich mache das zweite, mache hier noch eine Friesie. Nicht Friesenie, Friesie. Und dann ist auch erstmal gut. Oh, da ist ja was versteckt. Naja, auch nur so ein Arzneikraut. Okay. Wunderbar. Da sind wir. Ja. Dann würde ich mal wieder sagen, ich muss hier nochmal kurz aus dem Spiel rausgehen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Mir hat es definitiv Spaß gemacht. Ist immer noch cool. Es ist halt, wie gesagt, ein sehr ruhiges Spiel. Ein entspannendes Spiel. Da passiert am Anfang vor allem nicht so viel. Vor allem, wenn man es so spielt wie ich und erstmal irgendwie alle Nebenquests macht und die Hauptstory komplett liegen lässt. Aber so mache ich das halt, ne? So mache ich das ganz gerne. Es ist halt auch, damit ich mich ein bisschen entspannen kann am Sonntagabend, bevor der Ernst des Lebens morgen wieder losgeht. Ja, in dem Sinne.
falls es sich irgendwer angeschaut haben sollte. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Und wir sehen uns. Bis dann. Bis in der nächsten Folge. Kommt wahrscheinlich bald. Denn das Spiel ist geil. See ya. Bye bye.